Es war sein zumindest vorerst letzter Auftritt auf der großen Wolfsburger Bühne. VfL-Ikone Diego Benaglio wurde am Sonntag im Rahmen des Stadionfestes rund um die Volkswagen Arena offiziell verabschiedet. Mit 321 Spielen ist Diego der Bundesliga-Rekordspieler für unsere Wölfe und hat bei Fans und Verein längst Kultstatus. Dementsprechend lautstark und emotional fiel auch das Wiedersehen aus. Ja, ist natürlich für mich ein riesengroßer Tag, ein sehr emotionaler Tag. Unheimlich schön für mich, heute hier zurückkommen zu dürfen, dass der Verein mich gefragt hat, ob ich zum Stadionfest kommen kann, weil sie mich gerne verabschieden würden. Habe ich mich riesig gefreut. Also ein riesengroßes Dankeschön an Olaf, an Herrn Hotze, an Herrn Schumacher, an den ganzen Verein. Diese 10 Jahre, die ich hier erleben durfte, das ist eine unvergessliche Zeit für mich, und deswegen war es mir ein großes Anliegen, mich persönlich bei allen, bei den Fans, aber auch bei allen Mitarbeitern verabschieden zu können. Und ich bin überglücklich, dass mir der Verein das ermöglicht hat. Meister, Pokalsieger und als Kapitän eine absolute VfL-Identifikationsfigur. Vor über 5000 Fans im AOK-Stadion blieb auch unseren Geschäftsführern Wolfgang Hotze und Tim Schumacher sowie Sportdirektor Olaf Rebbe am Ende nur eines zu sagen. Danke, Diego.